Das Leben von Markus Walter war knallhart. Entwurzelt, ausgebeutet, ohne Identität. Der Mac, so sagt man Markus, wird sein Leben lang umgestoßen. Wo seine Mutter stirbt, verliert er seine Heimat. Zuerst kommt er ins Heim, dann als Arbeiterkind auf einen Bauernhof. Trotzdem dröhnt er sich mit harten Drogen zu. Doch dann erlebt er auf eindrückliche Art und Weise, wie seine ruhelose Seele von Gott gesund geliebt wird. Mac, dein eigentlicher Name ist ja Markus. Warum sagt man dir Mac? Wir sind in der Unterstufe der ersten Klasse, waren wir drei Markus miteinander. Und das geht ja nicht, wenn die Lehrerin sagt, Markus, das ist die Ecke drei. Ich bin umtauft worden zu Mac. Von der Lehrerin dann? Genau, der Kollege zu Marco und der dritte durfte Markus bleiben. Und ja, Markus sagt eigentlich nur mein Vater und meine Frau, wenn sie stinkehässig ist. Also. Gutes Gottwort, genau. Mac, du hast ja lange das Gefühl gehabt, dass du in einem Zug auf die Welt gekommen bist. Warum? Ich bin im Kantonsspital in Zug auf die Welt gekommen und ich habe bis 15 gesagt, ich bin im. Also ein Buchstabe macht es aus, das N oder das M. Und ich habe wirklich gemeint, ich sei im Zug unterwegs gewesen oder auf die Welt gekommen. Bin dann auch immer ein bisschen gecancelt worden. Viele haben dann gesagt, ja, darum bist du immer noch unterwegs. Das war ein bisschen das Negative. Aber ja, das hat mit dem zu tun. Aber gleich hat dich die Metapher gleich auch begleitet, weil du hast das auch ein bisschen als Abenteuer erlebt. Im Zug auf die Welt gekommen ist auch ein bisschen ein Hinweis auch auf ein abenteuerliches Leben. Ja, das war abenteuerlich und hat irgendwie nie angekommen, außer den 29.09.2018. Ich bin eigentlich, wenn ich so ein rechne, ist nicht so mein Steckenpferd, aber ich bin glaube 37 Jahre unterwegs gewesen, bis ich dann wirklich angekommen bin. Also. Und in deine Lebensgeschichte tauchen wir jetzt ein. Mac, du hast ein Buch geschrieben, weil Gott dir gesagt hat, du sollst ein Buch schreiben, das darf man auch heute auch kaufen. Und wo das Buch geschrieben worden ist, hast du eigentlich das erste Mal so richtig realisiert, wie bedingungslos gewollt und geliebt du bist von deiner Mutter. Wie ist es dazu gekommen? Das Buch habe ich mit einem Ghostwriter zusammenschreiben. Er kommt von Deutschland und wir haben zu Corona-Zeiten, glaube ich, etwa 20 Skype-Meetings gehabt. Also wir haben via Videokamera miteinander telefoniert. Und er hat dann das aufgenommen und hat geschrieben. Und dann habe ich die Idee gebracht, tu doch bitte Menschen aus meinem Leben interviewen, die ihre Sicht über mein Leben hier reingeben. Und ich habe das eigentlich erst gesehen, vor dem Gut zum Druck, bevor sie ins Buch hineinkommt. Und dort drinnen hat mein Bruder wirklich geschrieben, das habe ich nicht gewusst, dass, wo meine Mutter mit mir schwanger war, hat sie Krebs gehabt. Anfangsstadium. So, und wir mussten dort entscheiden, entweder Chemotherapie, und dann wäre ich heute nicht da, weil das überlebst du nicht, als Baby im Bauch, oder sie entscheidet sich für mich, und könnte dann höchstwahrscheinlich vielleicht zu spät sein nach der Geburt. Und sie haben sich für mich entschieden. Und ich habe das erste Mal vor etwa 2 oder 3 Jahren erfahren und gerade mal ein bisschen brüllt. Genau, was hat das mit dir gemacht, wenn du weißt, hey, was, meine Mutter hat sich eigentlich fast ein bisschen geopfert für mich? Ich habe ein anderes Verständnis bekommen für meine Eltern. Erstens mal das. Und zweitens habe ich das erste Mal wirklich gemerkt, was Liebe heisst. Also, wie bedingungslos dass man lieben kann. Und ich meine, das ist ja dann auch noch Teil von unserem Gespräch. Die bedingungslose Liebe von Gott und Jesus habe ich auch bekommen. Und das ist schon etwas Unglaubliches. Du bist dann geboren worden in einer Familie rein, mit 2 älteren Geschwistern, einem Bruder und einer Schwester. Und leider ist dann genau das passiert. Deine Mutter ist gestorben an Krebs, als du 4 warst. Dein Vater mit der ganzen Situation überfordert ein Stück weit und keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als euch drei vorübergehend in ein Heim zu bringen. Was hast du in diesem Heim erlebt? Sexueller Missbrauch, unter anderem von einem anderen Heimjugendlichen, der halt immer in der Mittagsstunde zu mir ins Zimmer gekommen ist.
Ich hatte das Glück gehabt, dass ich in dem Alter noch nicht gewusst habe, dass das falsch ist. Darum hat es höchstwahrscheinlich nicht so grobe Spuren hinterlassen. Ich habe es erst mal mit 15 realisiert, dass das falsch ist. Und dort konnte ich es höchstwahrscheinlich schon gut verarbeiten. Ich bin dem Heim nicht geschlagen worden, das nicht. Aber du hast halt einfach die physische Gewalt gehabt. Ein Beispiel ist, wir sind dort erzogen worden, dass wir eine Portion muss man essen von dem, was man rüberkommt. Wenn man es nicht könnte, muss man es essen, oder auch wenn man es nicht gern hat. Und es hat Kuttle gegeben. Und ich habe Kuttle nicht wirklich gern. Und für die, die nicht wissen, was Kuttle ist, Kuttle ist der Magen von der Kuh. Und der hat so komische Zettel dran. Und das ist mir zutiefst zuwider gewesen, das zu essen. Und ich habe es also wirklich fertig gebracht, eine ganze Portion, wie die Regeln ist, zu essen. Und bin sehr stolz gsi und dann kommt der Heimleiter und sagt, da ist noch eine zweite Portion. So, und wir sind übrigens 20 Jugendliche, Kinder und Jugendliche, an einem grossen Tisch gesessen. Und dann habe ich die zweite Portion angefangen zu essen und konnte nicht mehr zurückhalten und musste erbrechen. Und erbrechen kann ja eine Kettenreaktion auslösen und das hat es. Und es sind noch viele andere erbrochen an dem Tisch. Und ich bin nachher unter die kalte Dusche gestellt worden und habe Zimmerarrest bekommen. Und ich habe nicht verstanden, warum. Weil ich habe ja die Regeln befolgt. Eine Portion. Und ich war stolz gewesen. Und kommt trotzdem eine zweite über. Und nachher wirst du sogar noch bestraft. Also, das ist so ein bisschen diplomatisch, so ein bisschen, was in diesem Heim abgegangen ist. Gewalt hat verschiedene Gesichter. Und das war eine davon. Das Heim ist nachher zugemacht worden. Mhm. Wahrscheinlich auch aufgrund von dem, was rausgekommen ist, von der Führung her. Du bist nachher als Verdingkind auf einen Bauernhof gekommen. Und für all die, die nicht wissen, was ist ein Verdingkind, kannst du uns das ganz kurz erklären? Der Fachausdruck ist eigentlich eine Zwangsplatzierung der Behörde in ein Heim oder zu einer Pflegefamilie. Behörde, heute kennt man das ja, weil es immer in der Presse in die KESB. Früher war das halt einfach gemein. Und ich bin dort zwangsplatziert worden zu einer Bauernfamilie. Ich habe übrigens lange nicht gewusst, dass ich ein Verdingbub bin, sondern ich habe einfach gedacht, ich habe eine schlechte Familie verwünscht. Aber das war wirklich eine Zwangsplatzierung. Vielleicht hier schnell eine kleine Klammer auf. Vor etwa 3-4 Jahren hat es bei uns in der Schweiz die Wiedergutmachungsinitiative gegeben, wo genau eben Kinder, die es nicht gut hatten, für dein Kind finanziell ein Stück weit entschädigt werden für das Leid, das man ihnen angetan hat. Und die Initiative ist wirklich angenommen worden. Und so hat man das Leid ein bisschen lindern können. Damit wir ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie es dir als Verdingkind auf dem Bauernhof gegangen ist, schauen wir uns einen kurzen Clip an. Ich bin der Markus Walter, aber alle sagen mir Mac. Ich bin ein Verdingbub. Mit Jahrgang 1974 gehöre ich zu der jüngsten Generation von Verdingkind. Als 7-jähriger Bub muss ich auf dem Bauernhof schwer krampfen. Ohne Würde und ohne Recht. Misshandlungen und Schläge haben genauso zum Alltag gehört wie Melken und Heuen. Das ist ein kleiner Einblick aus dem auch Film «Verdingbub». Man sieht es im Film, du bist sichtlich bewegt, nach Jahren, nach Jahrzehnten. Was hast du auf dem Hof erlebt, Meg? Prügel aller Art. Berechtigt selten, meistens unberechtigt. Also, so wie wir das in dem Film gesehen haben, so einen Ohrfeigen, das war eigentlich normal gewesen. Das ist und dauernd bekommen. Du bist prügelt worden mit Peitschen, mit Knüppeln und mit Händen.
Was ich vor allem auch erlebt habe, ich habe letztes Jahr im Herbst habe ich ein Referat in Wollhausen, wo ich die Geschichte auch erzählen darf. Und Wollhausen ist also Luzerner Hinterland, hat sehr viele Bauernhöfe. Und dann hat eine, am Schluss gibt es offene Gesprächsrunde, und die hat gesagt, ja, aber auf einem Bauernhof ist normal streng arbeiten. Und ich musste sagen, ja, da gebe ich Ihnen recht, das ist so, du musst auf dem Bauernhof streng arbeiten. Schwierig wird es einfach, wenn du als Siebenjähriger anderthalb Stunden bevor du in die Schule gehst, musst du aufstehen, deine eigenen Kinder sind noch am Schlafen. Schwierig ist, wenn du von der Schule spät heimkommst, dann kommst du Prügel über und das Essen wird nicht aufgewärmt für mich, sondern ich komme kein Essen über und muss ins Bett, bis ich wieder in die Schule gehe. Und bei den eigenen Kindern tut man das Essen aufwärmen. Das ist dann schwierig, weil du hast einfach, du bist eigentlich wirklich wie ein Arbeitssklave gehalten worden. Was wirklich toll war, und ich glaube, das haben andere vor mir nicht so erlebt, ich habe wirklich immer gut gegessen. Mhm. Es gibt aber auch für die Kinder, die vor mir waren, 20, 30 Jahre, die haben zum Teil auch nicht wirklich Essen bekommen. Das Ganze hat ja mit dir persönlich auch etwas gemacht, auch im Unterbewusstsein. Du hast nämlich regelmäßig das Bett genässt. Ja. Ja, und dort, ich kann, dass ich das nicht mache, oder ich muss es so sagen, wenn ich das gemacht habe und ich bin zur Nacht verwacht, dann habe ich so panische Angst gehabt, ich wusste, ich komme Prügel über am nächsten Tag, dass ich abgehauen bin zur Nacht. Irgendwo mich verstecken im Stall. Das Problem ist einfach, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Also wenn ich zurückkomme, hat es auch Prügel gegeben. Und sie haben mir dann ein achteckiges Holzstück auf den Rücken gebunden, dass wenn du auf den Rücken liegst, dass das in den Rücken sticht. Und dass du dann verwachst und gehst aufs WC gehen, beiseln. Was hat das alles, was du erlebt hast, auch schon im ersten Heim, aber auch hier auf dem Bauernhof, mit dir ganz persönlich gemacht, mit deiner Persönlichkeit? Ja, also ich habe jahrelang zu knagen gehabt. Ich bin ja dann auch von 20 bis 25 von mir aus freiwillig in eine Therapie. Als ich mich angemeldet habe für die Wiedergutmachungsinitiative, bist du gefragt worden, willst du selber Akten suchen oder sollen wir das für dich machen? Das war die Opferstelle der Stadt Zürich. Und ich habe dann so eine Beige Akten bekommen. Und dort drinnen ist dann so gestanden, wie ich mich verhalten habe in der Schule. Und das war nicht so lustig. Also ich habe rumgeprügelt, ich habe geschlägelt, ich war ein schwieriger Schüler. Irgendwo durch hätte sie raus müssen. Und was auch noch war, ich bin dort dann auch gezwungen worden, meine Strand zu sein. Und das war okay, weil du hast flüchten von dieser Familie. Aber was ich dort gehört habe vom Pfarrer, hat sich einfach nicht deckt mit dem, was ich im echten Leben erlebe. Also zum Beispiel Gott ist Liebe und so weiter. Ja. Genau, und ich habe das halt einfach, ich habe keine Liebe bekommen. Überhaupt nicht. Ich habe meistens nachgetragene Kleider bekommen. Selten Süßigkeiten oder eigentlich gar nicht. Ich habe dann mal 80 Franken geklaut bei meinten und bin für 80 Stutz Süßigkeiten kaufen. Mhm. Und hat dann die auf dem Pausenplatz in der Pause verteilt und bin wenigstens mal eine beliebt gsi in dieser Schule, und sonst eben nicht. Und ja, was dann halt auch passiert ist, weil ich nicht auch verstehen konnte, dass Gott das zulässt, habe ich zu Gott gesagt, weißt du was, du liebst mich nicht, weil wenn du mich würdest lieben, würdest du mir nicht die Prügel jeden Tag schicken. Und hat dann zu Gott gesagt, ich liebe dich auch nicht mehr, und hat dort eigentlich für lange Zeit nicht mehr an Gott geglaubt. Also du hast mit Sibni, du bist dort Sibni gewesen, hast Gott in die Wüste geschickt, hast ihm den Rücken gekehrt und hast gesagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Man hat dir auch lange nicht geglaubt, was du alles auf dem Bauernhof erlebt hast, bis eines Tages dein Vater per Zufall das gerade selber miterlebt hat. Er hat dich vom Hof weggenommen. Du hast können wieder heimgehen. Es hat nach einer neuen Familiensituation ausgesehen. Dein Vater hat ja noch mal geheiratet gehabt. Dein Bruder ist auch wieder in die Familie gekommen. Es hat alles nach guter, heiler Familienwelt getönt. Und dann ist wieder etwas passiert, das einen weiteren Heimaufenthaltserfolg hat. Was? Ja, die zweite Frau von meinem Vater hat ein Kind bekommen. Das war leider eine Frühgeburt. Wir hatten aber gleich noch getauft, Benjamin. Ich habe mich sehr gefreut, also wirklich. Und dort, wo sie aber dann auch schwanger war, hat man auch gemerkt, sie am Schluss, dass sie Krebs hat. Sie hat Unterleibskrebs gehabt. Und das ist dann sehr, sehr schnell gegangen. Und mein Vater hat beide Frauen daheim behalten, daheim gepflegt. Und sie war dann gegen den Schluss noch 35 Kilo gewesen. Und das war nicht so schön gewesen, zum Anschauen.
Und dann hat man entschieden, dass ich vorübergehend in ein Heim komme. Aber das Vorübergehende war dann halt schlussendlich für immer. Deine zweite Mama sozusagen wird dir genommen. Du kommst in das Heim rein, für immer. Man weiss auch, dass man nachher nur bis zur obligatorischen Schulzeit, wenn die beendet worden ist, in dem Heim können bleiben. Du bist in eine Wohngruppe gekommen. Und interessant ist ja dann, dass nachher auch ein Bärli, wo in dem Heim Erzieher gewesen sind, nachher dich zu sich als Pflegesohn aufgenommen haben und du dort ihre Liebe und ihre Annahme und ihr Interesse erlebt hast. Aber du hast mit dem nicht umgehen. Warum nicht? Ich war überfordert. Weil bis dato hat sich niemand wirklich für mich interessiert. Und ich habe nicht vertraut, dass man sich für mich interessiert. Und plötzlich, abends beim Nachtessen, sagte Claudio, so heisst der eine, und Kathi, sagt so, wie war dein Tag? Das hat vorher noch niemand gemacht. Also ich war einfach sehr, sehr überfordert und meine Kinder wissen vielleicht, dass mir eben die Essenszeit ist eben sehr wichtig, vielleicht genau aus dem Grund, weil ich das so erlebt habe. Und ich habe halt einfach, ich bin halt einfach so oft verarscht und enttäuscht worden, dass ich halt einfach nicht glaubte, dass jemand lieb meint mit mir, weil meistens bin ich halt geprügelt worden oder sonst irgendetwas und darum ist das so rausgekommen, hat sich dann aber sicher auch ein bisschen geleitet mit der Zeit. Ich war aber immer auf der Suche nach dieser Liebe. Und ich hatte auch eine Lücke, die ich dann mit verschiedensten Sachen probiert zu füllen. Du hast diese Lücke auch versucht, mit Drogen zu füllen. Könnte man sagen, dass das dir eine gewisse Genugtuung gegeben hat für eine gewisse Zeit? Aber wer war denn der Mann, wenn die Wirkung der Drogen wieder nachgelassen haben? Das Loch war ja noch gleich da. Also, die Drogen haben vorübergehend das gefüllt. Ich bin auch mal in einem Interview gefragt worden, kann man Drogen vergleichen mit der Liebe von Jesus? Bin ich gerade ein bisschen verschrocken, als ich die Frage gestellt bekommen habe, weil ich wollte eigentlich die Fragen übrigens nie wissen vorher dran, weil ich bin der Meinung, und der Roman auch, dass wir dann einfach ein bisschen besser geleitet sind von unserem Herr im Himmel. Und dort gleich und dann kommt die Frage, ich dachte, was, okay. Ja, für einen Moment ist die Liebe vergleichbar. Beides geht ab wie eine Rakete, aber bei den Drogen geht es brutal runter. Hin. Und bei Gott und bei Jesus eben nicht, auch nicht bei mir. Es ist nie mehr runter. Mhm. Nur ich kann da abschneiden, aber Gott schneidet nicht ab zu mir. Das ist einmal so ein Punkt, aber nichtsdestotrotz, wie bin ich gsi? Ich war halt einfach getrieben nach Anerkennung, weil ich bin ja nie gesehen worden. Und ich wollte gesehen werden, ich wollte Anerkennung bekommen. Und durch das habe ich dann halt, als ich aufgehört habe mit den Drogen, habe ich sehr viel angefangen zu arbeiten. Du hast eine Lehre gemacht, einen Sportartikelverkäufer, nach 2 Jahren abgeklemmt. Du bist nachher in ein eigenes Business eingestiegen, das Taxiunternehmen Mac in dem Sinn. Und dann ist eines Tages ein guter Freund von dir gekommen und hat dir etwas gesagt, das dein Leben so verändert hat, wo du nachher genau so dir in die Karten hineingespielt hast, um die Anerkennung auch zu bekommen. Was ist da gelaufen? Ja, der Luciano hat, als ich 25 war, hat er zu mir gesagt, Mac, wenn du jetzt nicht aufhörst Taxi fahren, dann fährst du Taxi bis ans Lebensende. Und da habe ich mir ein bisschen überlegt, wie er das meint. Hast du dann auch ein Stück weit verstanden, weil irgendwann kommst du in die normale Berufswelt nicht mehr rein. Und habe mich dort dann blind beworben, bei einem Schuhgeschäft, bin angestellt worden als Verkäufer. Und nach 3 Wochen haben sie mir eine Filiale in die Hand gegeben. Also ich bin dann Filialleiter geworden. Und du hast so gefragt, wie bin ich dort so vorhin. Ein Beispiel, wie ich war, ich hätte mit dem bestehenden Filialleiter, der glaube an einem anderen Ort ist, hätte ich einen Monat überlappend arbeiten und von ihm lehren. Und ich habe ihn nach 3 Tagen heimgeschickt und gesagt, ich kann nichts lernen von dir, ich bin besser. Oder noch ein anderes Beispiel, es hat eine Bezirksverkaufsleiterin gegeben. Das wäre so eine Zwischenstufe zwischen Filialleiter und Gebietsverkaufsleiter und nach 3 Monaten bin ich zum gesamtschweizerischen Verkaufsleiter und gesagt, ich will die nicht mehr. Die kommt mit mir nur und Kaffee trinken, ich kann nichts lernen von ihr. Und was hat das nach sich gezogen? Ich bin dann nach 3 Jahren Filialleiter, wo ich den Umsatz von dieser Filiale verdoppeln konnte,
bin ich befördert worden zum Gebietsverkaufsleiter, also vor einem Chef von einer Filiale auf Chef 50 Filialen. Wie alt bist du denn? 27. Und ja, wenn jetzt meine Frau da wäre, die würde nicken, weil die hat auch in der Firma gearbeitet, wo ich war. Hat dann übrigens die Firma verloren wegen mir. Mhm. Zeigt ein bisschen etwas von dir auch als Chef, wie du damals warst auch? Ja, ja. Also sie benutzt das A-Wort jedes Mal, wenn wir miteinander auf der Bühne sind. Mhm. Also ich bin dort über Leichen gegangen, mhm, weil ich einfach die Anerkennung wollte. Ich wollte wieder die Lücken ausfüllen. Mhm, wenn du mit 27 plötzlich ein schönes Auto bekommst, eine goldene Geschäftskreditkarte und du gehst halt, anstatt in McDonalds gehst du plötzlich irgendwo in schöne Restaurants essen, macht das schon etwas und ich bin halt einfach wirklich abgehoben. Mhm. Du bist abgehoben und ein von deinen Chefs hat einmal einen Satz gesagt, der für ihn eine Überzeugung war, der aber auch für dich zu einer inneren Glaubensüberzeugung geworden ist. Und zwar: Burnout ist keine Krankheit, sondern eine Charakterschwäche. Das hat dich getrieben. Welchen Preis hat das gehabt? Ja, das, oder? Die Anerkennung hat natürlich auch ein bisschen, oder der Erfolg, der dann übrigens gekommen ist, das hat aber auch nach sich gezogen, dass ich 60 bis 80 Stunden geschafft habe in der Woche. Und der Satz von dem Chef hat natürlich nach sich gezogen, ich habe dann irgendwann gemerkt, das geht nicht mehr. Es hat übrigens auch meine erste Ehe gekostet, weil ich so viel geschafft habe. Ich habe dann in der Zwischenzeit eben meine Frau kennengelernt, die Firma verloren hat. Und dann sind wir aber gleich wieder zusammengekommen. Das ist eine lange Story. Wir haben geheiratet, wir haben dann schon zwei Kinder. Ich habe immer noch so viel gearbeitet, weil mich das getrieben hat. Und ich einfach gedacht habe, nein, es geht dir nicht gut. Du wüsstest eigentlich, müsstest die Handbremse ziehen. Und Handbremse heisst für mich, mich einliefern in eine Klinik. Aber der Satz von dem Chef hat halt einfach auch mich dazu getrieben, dass ich die Handbremse noch nicht gezogen habe. Leider dann fast zu spät. Und ich habe sie dann gleich aber im letzten Moment gezogen und habe mich dann eingeliefert in ein Sanatorium in Kilchberg. Genau. Jetzt lass uns hier schnell stehen bleiben. Ich meine, das kratzt dich auch ganz stark am Stolz. Oder? Der Mac, dem ist eigentlich alles gelungen. Der hat alles können machen. Man hat ihm Jobs angeboten und so. Du hast die Reissleine gezogen. Was wäre passiert? Ich weiss, es ist eine rein hypothetische Frage. Was wäre passiert, wenn du die Reissleine nicht gezogen hättest? Die Frage müssen wir mal unter vier Augen besprechen. Okay. Oder ist also einfach geschwind, sicher nichts Gutes. Mhm. Und garantiert nicht das, was man nachher darüber redet. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Also ich, es wäre nicht mehr weitergegangen, weil ich war platt am Boden unten und ich habe sage und schreibe 3 Jahre gebraucht, bis ich im Vollbesitz war, wieder von meinem Selbstvertrauen und von meiner Kraft. Es zeigt auch, wie tief dass du am Boden unten warst, zu dieser Zeit. Du hast dich selber eingeliefert in die Klinik. Und zu dem Klinikaufenthalt hast du 2 Bücher mitgenommen, die dir damals der Hauswart von eurer Wohnsiedlung und nachher später einen sehr guten Freund geschenkt hast. Was du nicht gewusst hast, dass der Johannes Christ ist. Und er hatte 2 Bücher geschenkt. Und du hast die mitgenommen. Was waren das für Bücher? Also das erste Buch, das er mir geschenkt hat, 7 Monate bevor ich in der Klinik war, ist von David Toni, Love Your Neighbor. Das ist ein Unternehmer, der ein Modelabel gegründet hat, auch als Prophetie von Gott, als Eingebung von Gott. Und er soll damit Obdachlose unterstützen. Das habe ich dann gelesen und in den ersten 20 Seiten ist, glaube ich, 3, 4, 5 Mal Gott vorgekommen. Und dann ist mir wieder in den Laden runter und habe gefunden, Gott, nein, du nicht. Und habe sie in die Ecke gerührt. Das zweite Buch, das er mir gegeben hat, das ist 1 Tag bevor ich in der Klinik war. Das ist von Ali Dini, Ali der Unsterbliche. Das ist ein Iraker, der im Bürgerkrieg war, ganz viele schlimme Sachen gemacht hat, schlimme Sachen erlebt hat. Er war übrigens auch etwa 20 Jahre lang eine Riesennummer im Drogenschmuggel, Prostitution, Menschenhandel in Europa. Hat auch einen Menschen getötet und ist im letzten Gefängnis zum Pastor zu Gott geführt wurde, zu Jesus. Und als ich das gelesen habe in der Klinik, habe ich gedacht, hey, wie kann das sein? Wie kann man so böse sein? Und trotzdem sagt Gott, ich vergib dir. Und dann habe ich das zweite Buch genommen und habe das vom Love Your Neighbor angefangen zu lesen.
Und plötzlich hat mich die Wörter Gott nicht mehr gestört. Dort drinnen. Du hast dir, als du das Buch von David Togni gelesen hast, so Fragen angefangen zu stellen. Was sind das für Fragen gewesen? Also eben eine Erkenntnis, die ich wirklich hatte, ist, egal was du bist, wer du bist, was du gemacht hast, Gott verzeiht dir und nimmt dich auf. Das war mal etwas. Und dann habe ich natürlich auch vorher Sachen gemacht, die vielleicht auch nicht gut gewesen sind. Und wenn Gott mir verzeihen kann, dann kann ich mir ja auch selber verzeihen. Also das war mal etwas und das führt mich dann schlussendlich zu dem riesigen Wort, wo ich dir dann auch ja, Bibelverse dazu geschickt habe, ist einfach die Liebe. Mhm. Die Liebe, plötzlich war die Liebe da. Mhm. Du liest in dem Buch von David Togni, es ist der 29. September 2018, am Morgen um 9:30 Uhr, der Meg macht sich mit dem Büchli unter dem Arm vor das Sanatorium, sitzt dort auf der Parkbank, lies dort hin und dann passiert etwas, was du dir nie hättest vorstellen können. Was? Genau. Es war die Passage in dem Buch, wo der David in London war, einen Obdachlosen getroffen hat. Und er geht damals mit denen essen oder schickt sie zum Coiffeur. Manchmal hat er sie auch schon ins Hotel eingeladen. Und sehr oft fragt er natürlich immer, darf ich beten für dich? Und das hat er dürfen und dann haben die sich verabschiedet und am nächsten Tag haben die sich per Zufall in dieser riesen Stadt London wieder getroffen. Und das ist genau so beschrieben, also ich tue jetzt das erzählen, was im Buch steht. Und dann fragt David wieder den Obdachlosen, darf ich beten für dich? Und dann sagt der Obdachlose, nein David, gestern hast du betet für mich, über mir ist der Himmel aufgegangen, heute bete ich für dich. Und als ich das fertig gelesen habe, ist über mir den Himmel aufgegangen und ich habe sprichwörtlich eine Badwanne Liebe über mir ausgegossen bekommen. Ich werde sehr oft gefragt, was ist das für ein Gefühl? Das kann ich nicht wirklich beschreiben, weil es noch schwierig ist. Aber ähnliche Gefühle hatte ich übrigens bei der Geburt meiner Kinder. Das ist für mich auch Liebe pur. Dann habe ich gewusst, das ist Gott für mich. Lass uns hier schnell stehen bleiben, Meg. Also ich stelle mir das einmal so bildlich vor. Du sitzt auf der Bank, liest in dem Buch und der Satz, das war ja nicht einmal die Bibel, die du gelesen hast, sondern du liest diesen Satz. Und in dem Moment gibt sich dir Jesus Christus auf so eine Art und Weise zu kennen. Man kann ja sagen, du bist dort auch ein bisschen psychisch labil gewesen. Ist das nicht einfach eine Einbildung, die du gehabt hast? Also für mich nein. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, ich bin ein relativ nüchterner, sachlicher Mensch. Bei mir muss das Zeug eigentlich ein bisschen beschrieben sein. Nur ein Beispiel, wo ich zum Glauben komme, bin ich gleich zu jedem Christen und habe gesagt, tu mir das mal mit den Dinosauriern erklären. Mhm. Hat man zwar fast keinen können erklären, spielt aber auch keine Rolle, steht dann auch im Buch. Nein, das ist so ein krasses Erlebnis gewesen und ich brüle wirklich selten. Und ich habe dort eine Stunde brüllt vor Liebe, vor Freude, vor Glückseligkeit. Ich habe nicht mehr gewusst, wo vorne und hinten ist. Ich habe dann auch zwei Filme vor mir gesehen. Der eine Film war überall die Menschen, die es gut gemeint haben mit mir. Unter anderem der Taxichauffeur oder eine Nachbauerin von dem Bauernhof. Das war so eine 120-jährige Bauernmama. Die hat mir immer ein Stück Brot gegeben. Und die hatte so eine Big Comics, Asterix, Lucky Luke und so. Und ich durfte manchmal 20 Minuten oder 30 Minuten bei der auf dem Kachelofen das lesen. All die Menschen sind mir plötzlich in diesem Film gezeigt worden. Und dort habe ich gewusst, aha, ich habe nicht an Gott geglaubt, aber er an mich. Es sind ja immer irgendwo Menschen herum gewesen. Und der zweite Film, den ich dann so ein bisschen abgespult bekommen habe, ist alles, was ich schlecht gemacht habe. Das hat mir dann ein bisschen wehgetan. Und hat dann auch übrigens beiden Orten, ich bin die Menschen aufsuchen, die Gutes da haben bei mir und bin mich bei denen zum Teil persönlich bedanken. Gestern habe ich nach 33 Jahren Lehre gefunden, endlich, und habe mich bedankt. Und ich habe mich dann aber auch beim zweiten Film, den ich schlecht gemacht habe,
habe mich müssen bei vielen entschuldigen, unter anderem als erstes bei meiner Familie und bei meinen Kindern. Das, was du erlebt hast, könnte man auch übertragen in etwas, wo ein Mann davon gehört hat, wo Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hat. Nämlich, der hat Nikodemus geheissen. Du hast an dem Morgen Gottes bedingungslose Liebe und seinen Frieden erfahren. Man könnte sagen, ein neues Leben bekommen. Und Jesus hat mit dem Nikodemus über das neue Leben geredet. Und Jesus sagt dort Folgendes. Wir lesen das miteinander. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Kann man sagen, Meg, dass du an dem Morgen auf diese überwältigende Art und Weise durch Gottes Geist neu geboren worden bist? Ja, definitiv. Definitiv. Also, mein Leben hat sich da ziemlich schnell um 360 Grad geändert. Die wichtigste Erkenntnis, die ich dort hatte, ist, egal was passiert, ich kann nie tiefer gehen wie die Hände von Gott und von Jesus, spätestens dann, wenn ich in den Himmel komme. Und diese Erkenntnis hatte ich vorher nicht gehabt. Und genau das hat die Lücke gefüllt. Und das war einfach weg. Von diesem Moment an? Ja, es sind auch andere Sachen noch. Ich bin ja in der Techno-Generation gross geworden. Ich habe von heute auf morgen keine harte Techno mehr hören können. Einfach nicht mehr. Keine Ahnung warum. Ich habe auch Erwachsenenfilme konsumiert, die man vielleicht nicht konsumieren sollte. Und das ist von heute auf morgen einfach weg gewesen. Danke. Wow. Und da ich bin auch sehr verschrocken, weil du hast vorhin gesagt, es ist dir nicht gut gegangen. Das ist am Anfang für mich auch ein bisschen spooky rübergekommen. Und erst, als ich mich dann mit dem Glauben mehr auseinandersetze, ich habe dann die Bibel gelesen. Ich habe die Bibel übrigens nicht verstanden, vor allem das Alte Testament nicht. Das haben alle zusammen gesagt, fang nicht mit dem Alten Testament an. Logisch, fange ich mit dem Alten Testament an. und da gibt es ja so ein Buch Richter, wo er seine Frau, den Räuber, eigentlich anleitet und sagt, lasst mich leben, aber mit ihr könnt ihr machen, was ihr wollt. Und dann haben sie ja zerschnitten und so den 12 Stämmen zerteilt. Wenn du frisch zum Glauben kommst und so etwas liest, also mich hat es fast aus dem Glauben rausgespickt. Du hast auch einen guten Mentor, aber dürfen zur Seite haben. Das war auch etwas auf dem neuen Weg, nämlich der Johannes, wo du die Frage hast können stellen auch. Aber los ist einfach kurz nochmal an dem Punkt stehen bleiben. Du hast mit 7 Gott in die Wüste geschickt und hast gesagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und jetzt zeigt sich dir der Gott auf so eine übernatürliche Art und Weise, wenn er genau gewusst hat, der Meg versteht das nur so. Wie hat sich jetzt das ausgewirkt auf deine Beziehung mit Jesus Christus? Ja, im Interview sind meine Kinder, also übrigens das Interview oder das Film, das ihr gesehen habt, das war vom Fenster zum Sonntag. Jetzt kommt dann auch gerade noch einmal Ende März ein Fernsehinterview. Erlebt TV heisst das. Früher war das 700. Dort sind sie zu uns heimgekommen und haben meine Kinder gefragt, was ist denn so anders als Papi? Und sie haben dann gesagt, und ich hoffe, sie sagen es heute noch, er ist viel lieber geworden. Also ich war früher fast die Ärzteordnung. Ich bin recht laut geworden. Das ist nahezu weg, nicht ganz. Also, ich muss auch selber etwas dafür tun. Klar hat Gott mich getragen, aber du musst auch selber an dir arbeiten. Wir halten zum Beispiel auf der Autobahn, wenn dort jemand einen Pannenblinker drin hat, halten wir an und gehen fragen, ob alles okay ist. Wir haben viele Sachen gemacht, wo wir anderen Menschen helfen. Wir tun privat mir Leute helfen, Bewerbungsbriefe schreiben. Ich bin manchmal mit Leuten mit aufs RAF, die Mühe hatten. Und was zum Beispiel sicher geändert hat, wir beten am Morgen, wir beten am Mittag, wir beten am Abend, wir beten, bevor wir ins Bett gehen. An Weihnachten lesen wir immer die 24 Geschichte, die Bibel lesen. Grundsätzlich bin ich einfach ein lieberer, ausgeglichener Mensch geworden. Wow.
Du merkst, Gott ist etwas in dir am tun, hat schon viel in dir tun. Ist auch eine Auswirkung von dem, dass das nicht einfach spooky war auf dem Bänkchen, sondern dass das wirklich passiert ist. Du hast dich dann auch taufen lassen als Bekenntnis zu Jesus Christus. Da haben wir ein Foto dabei von einem Gottesdienst, wo du dich taufen lassen hast und gesagt hast, ich gehe mit Jesus vorwärts. So ein richtiger Freiheitsschrei, könnte man fast sagen. Du hast eine einjährige Bibelschule besucht und du hast eben auch gemerkt, wie Gott auch dein Herz immer mehr und mehr heil macht. Und eine Bibelstelle, die dir besonders wichtig ist, finden wir auch im Neuen Testament, im 1. Korinther 13. Man sagt ja das hohe Lied der Liebe dort. Und dort heißt es Folgendes: Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Du hast uns jetzt vorher gerade gesagt, wie du das schon persönlich in deinem Leben erlebst. Und meine Frage ist einfach, das Wort Liebe könntest du mit Jesus ersetzen. Jesus ist geduldig und freundlich. Wie hat sich deine Beziehung zu Jesus jetzt verändert? Also als du das wieder gelesen hast, habe ich gerade im gleichen Moment wieder gedacht, das ist ja eins zu eins Jesus. So, und Jesus ist für mich das grösste Vorbild. Und ich würde ja eigentlich gerne so werden, wie er war. Und bei ganz vielen Sachen klingt das. Und bei vielen Sachen bin ich halt einfach nur der Mensch. Und das ist das, zwischendurch gehe ich schon ein bisschen Mensch zurück. Ich bin vor 3 Jahren bin ich völlig spontan in die Finanzindustrie von der Stadt Zürich gelandet. Ich war recht überfordert gewesen. Und auch dort, ich habe jeden Morgen gebetet. Ich brauche deine Hilfe, Jesus, bitte. Und ich würde behaupten, ich hätte den Job nicht heute. Und ich habe die Hilfe bekommen und ich habe die Ruhe bekommen. Und eben wieder das hier, das ist so wichtig, dass wenn man zum Glauben kommt, dass man einfach weiss, Glauben heisst nicht, dass es zwischendurch nicht schüttelt und rüttelt im Leben. Aber Glauben heisst für mich, zu wissen, ich bin gerettet durch die Liebe, komme ich spätestens, wenn ich in den Himmel komme, bin ich gerettet. Und das hilft mir eigentlich extrem. Zum Wissen, hey, das Thema von heute Morgen heisst, ich bin trotzdem ein Kind von Gott. Du hast das dürfen erleben, dass trotz allem Gott dich angenommen hat, dich bedingungslos liebt. Die Liebe, du auf eine übernatürliche Art und Weise mit Jesus Christus überkommen hast, durch ihn überkommen hast. Und er hat dein Leben von Grund auf neu gemacht. Und meine Frage ist so zum Schluss, 2 Fragen, Meg. Wenn Menschen heute da sind, wo wie du, irgendeinmal an einem Punkt in ihrem Leben gesagt haben, aufgrund von irgendwelchen Erlebnissen, Jesus und Gott mit dir will ich aber gerade gar nichts mehr zu tun haben. Was sagst du diesen Leuten? Ich traue mir fast nicht mehr zu sagen, aber kauft mein Buch. ganz ehrlich, der Johannes Gaduff ist ein guter Freund geworden von mir. Ist leider gestorben heute. Der ist ja in einer grossen Freikirche, hat er zu den Ältesten gezählt, war im Vorstand gewesen. Und seine Art zum Missionieren gewesen, ist Bücher verschenken. Der hat nie gesagt, ich glaube, sondern ist einfach Bücher verschenken. So ein Buch kann helfen. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr braucht Rettung und ihr glaubt nicht an Gott, dann sucht euch jemanden, der glaubt. Geht zu dem Mann und sagt, du erzähl mir mal bitte ein bisschen von Jesus. Ich mag die Bibel nicht lesen, das ist so ein dicker Schinken. Und am Anfang mit den ganzen Namensverzeichnissen. Du drehst fast durch, wenn du das am Durchlesen bist. Ich brauche echt, kannst du mir das zeigen? Ein weiterer Punkt ist, tu doch einfach mal zu Gott und zu Jesus sagen, hey, am Abend, wenn du ins Bett gehst, am Morgen, wenn du aufstehst, auf dem WC unter der Dusche, spielt keine Rolle, wo. Ich brauche dich. Es steht ja auch in der Bibel, wer anklopft, dann wird die Türe aufgemacht und ich bin da. Einfach da mal machen. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, du hast vorher gefragt, was wäre gewesen, wenn du nicht in die Klinik gegangen wärst. Ich glaube, die Stille von dieser Klinik, weil die ersten 3 Wochen machst du nur Achtsamkeitsübungen. Also,
so ein bisschen übertrieben gesagt, du brauchst die Stille und ich habe vielleicht das gar nicht gehört und wäre gar nicht da gewesen. Also suche vielleicht euch einen ruhigen Ort, wenn ihr zu Gott geht, wenn ihr nicht glaubt und geht laufen im Wald. Und ihr dürft auch ausschreien und sagen, hey, jetzt musst du einfach kommen. Also ich darf mein Herz bei Gott ausschütten, ich darf ihn beim Wort nehmen und sagen, hey, zeig du dich mir. Wir haben vorhin den Bibelvers gelesen, ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Du hast das neue Leben bekommen. Und wenn heute Menschen da sind, die sagen, das neue Leben mit dem Jesus Christus will ich auch, weil wenn er für den Mac gestorben ist und auferstanden ist, ist er auch für mich. Wie können Menschen den Jesus Christus heute kennenlernen? Persönlich in ihr Leben einladen? Man kann zum Beispiel auch einfach unverblümt in eine Kirche hineinhocken. Man kann in eine FEG hineinhocken, man kann in eine katholische Kirche hineinhocken. Wir gehen ja ins ICF in Zürich, das war übrigens vorher der Seniorpastor, der Leo Bieger. Ich glaube, der hat nicht so Freude ab dem Viertel, wenn er das gesehen wir behalten es für uns. Wir gehen ja nichtsdestotrotz gehen unsere Kinder in den katholischen Unterricht. Lauft einfach mal in eine Kirche rein. Geht mal unverblümt, völlig, ohne dass ihr irgendwie Vorurteile habt, hört, was dort drinnen geredet wird. Vielleicht sitzt ihr ja jetzt gerade hier innen und hört so eine Story von mir. Und das kann nachdenklich machen. Mhm. Also für mich ist wirklich, ich glaube, das Zauberwort ist einfach mal auch machen und sich getrauen, die Hilfe auch anzunehmen von Gott. Und einfach sagen, Jesus, da bin ich und ich will dich auch jetzt in mein Leben einladen. Hey, danke viel, viel mal, Mac, dass du uns so einen tiefen Einblick gegeben hast in dein Leben auch. Und vielleicht bist du da und sagst, hey, irgendetwas ist angeklungen auch bei mir. Dann will ich dir sagen, im Anschluss an Gottesdienst sind Leute da, die gerne mit dir über das reden, die auch für dich beten. Vielleicht willst auch du einfach ein Gebet, das gar nichts mit dem zu tun hat, was wir heute Morgen gehört haben, ungeniert führen kommen. Die Menschen beten gerne. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich will den Jesus auch mal ein bisschen besser kennenlernen, habe aber keine Bibel, wir dürfen dir gerne eine Bibel schenken. Komm nachher einfach da führen und du darfst so eine haben. Oder ein weiteres Angebot, das wir haben. Du hast gesagt, du kannst in eine Kirche hineinkommen. Wir haben auch ein Gefäß, das heisst Alpha Life, das am 13. März startet. Und zwar ist das ein Gefäß, wo man sich unverbindlich über den christlichen Glauben informieren kann. Wer ist Jesus? Warum ist er gestorben? Wohin kann ich mit meinem Versagen? Wie kriege ich Vergebung über? Wie kann ich die Liebe erfahren? Und da sind ihr alle ganz herzlich dazu eingeladen. Auf dem Zettel, den ihr am Eingang bekommen habt, ist ein QR-Code, den ihr dürft scannen. Das sind so Möglichkeiten. Wenn wir miteinander beten. Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen für das, was wir heute Morgen gehört haben. Danke, was du im Leben von Meg getan hast, Herr. Und dass er heute darf da sein und darf bezeugen, ich bin trotz allem ein Kind von Gott geworden. Und das nicht, weil er irgendwie etwas Besonderes geleistet hat, sondern wie du ihn gesehen hast und dich ihm angenommen hast. Und ihn so überschüttet hast mit deiner Liebe. Und Jesus, du weißt, wo jedes einzelne von uns auch steht. Du weißt, wo wir uns auch sehnen nach so einem Händedruck von dir. Jesus, du kannst die Liebe ausgiessen in unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, dass du das auch heute und jetzt machst. Danke, dass du jetzt so dreien gehst. Und dass das darf ja, auch erlebbar werden, dass du wirklich da bist, dass du der lebendige Gott bist. Danke viel, viel mal dafür, dass du Realität bist. Und danke, dass du der Gott von der Bibel und der Gott von Meg auch unser Gott bist. Danke, dass du da bist. Wir loben dich, wir preisen dich und wir sagen dir Danke für deine Liebe. Amen. Amen. Amen.